Das sind ja nur Zahlen. Die sind doch sehr aussagekräftig. Jessica, ich habe Ihnen gesagt, dass ich für die Besprechung die gesamten Texte brauche. Wo sind die Analysen? 21, 22. Ich bin nicht fertig geworden. Das ist die erste ehrliche Antwort heute. Jetzt bin ich auch mal ehrlich zu Ihnen. Es gibt Assistentinnen wie Sand am Meer. Sogar solche, die doppelt so schnell tippen wie Sie, ohne Rechtschreibfehler. Frau von Lanschen. Ohne Wortfindungsschwierigkeiten. Aber es war nur... Es war meine Schuld. Jessica hat mir am Computer geholfen. Ich wäre sonst ganz schön in die Bredouille gekommen. Das ist ja schön für dich, Helena. Dumm nur, dass sie für mich arbeitet. Jetzt reg dich nicht so auf. Wenn unser Server abstürzt, hast du genauso ein Problem wie ich. Ich verspreche, es kommt nie wieder vor. Hoffentlich. Und du such dir eine eigene Assistentin. Es ist nicht mein Problem, wenn du zu dämlich bist, einen Computer zu bedienen. Und jetzt hast du ab? Soll ich gar nicht auf Knien durch die Firma robben und mich bedanken? Nein. Und warum verteidigst du mich dann? Hast du vergessen, dass wir uns nicht leiden können? Tanja finde ich eben noch schlimmer. Hey. Ging nicht schneller, sorry. Kein Problem, war mal los? Ja, das war eilig. Seit wann seid ihr denn so dicke miteinander? Das wüsste ich auch gern. Was sollte... Du hast sie erzählt. Was habe ich? Wem? Helena. Du hast dir von meiner Legasthenie erzählt. Es kann sein, dass ich da was angedeutet habe. Angedeutet? Ich fasse es nicht. Was hatten wir ausgemacht? Und Jessica, Helena ist meine Freundin. Ich kann sie doch nicht ständig anlügen. Mich zu verraten war anscheinend kein Problem. Sie wird niemandem was sagen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Nell, wie konntest du nur? Jetzt hat sie doch nur einen Grund mehr, mich anzugucken, als wäre ich nichts. Das ist Quatsch, sowas tut sie nicht. Doch, das tut sie. Guck mal, ich habe dir die Übungen mitgebracht und wenn du willst, dann helfe ich dir gleich. Schick dir deine Übungen sonst wohin. Na dann, lasse ich euch doch mal alleine, damit ihr euch zusammen über mich kaputt lachen könnt, über die Behinderte, die nicht richtig lesen und schreiben kann, ne? Tanja hat Jessica fertig gemacht, weil sie irgendwelche Texte nicht rechtzeitig abgeliefert hat. Und da habe ich sie in Schutz genommen. Und dann sagst du ausgerechnet, dass sie dir beim Computerproblem geholfen hat? Ja, mir ist auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen. Ich wollte nur nett sein. Mann, ich habe ihr versprochen, niemandem von ihrer Legasthenie zu erzählen. Ich kann auch nur, dass sie sich verraten fühlt. Hey. Stören wir euch? Nee. Tristan hat uns auf eine Club-Eröffnung eingeladen und jetzt warten wir noch auf Andi. Hey, cool, wir waren schon ewig nicht mehr richtig tanzen. Ja, dann kommt doch einfach mit. Ich kann Tristan anrufen, er schreibt euch auf die Gästeliste. Warum nicht? Vielleicht spielen die ja für herzkrank auch Walzer und so. Ich versorge euch ja nach meiner schlechten Laune eh nur den Abend. Ach, Jessica, das wäre doch nicht das erste Mal. Und? Wir haben es überlebt. Hey. Kommt, Leute. Wenn wir noch länger rumtrödeln, ist der Tisch weg. Ja, es wird sowieso eng. Wir kommen nämlich mit. Ich ziehe mich schnell um. Weißt du was? Zieh dich doch schnell um. Wir warten hier auf dich. Der erste Cocktail, der geht doch auf mich. Na los, ohne dich macht's eh nur halb so viel Spaß. Cooler Laden! Auf jeden Fall. Hey, ohne Elenas Beziehung wären wir hier gar nicht reingekommen. Du bringst also keinen Zacken aus der Bohne, wenn du dich wenigstens bedankst. Sowas brauchen wir auch. Frauen an der Stange kannst du vergessen. Komm, ich will tanzen.
brauche erst einen Drink. Okay. Ich weiß ja nicht, warum du hier bist, aber ich bin hier, um richtig Party zu machen. Ich glaube, du bist hier, weil ich so nett war, dich mitzuschleifen, obwohl du noch nicht mal auf der Gästeliste standest. Siehst du, wenn ich in den Club rein will, dann komme ich auch rein. Und dazu brauche ich keine Gästeliste. Hier, Baby. Tschüss. Coole Musik, ne? Hm? Ja. Geile Schnitten. Baby! Nötig, mich zum Sexobjekt zu machen. Nicht nötig? Helena, du bist so sexy wie ein Toastbrot. Hast du gesehen, wie Daniel mich angeguckt hat? Ein Wunder, dass ihm bei einer Spaßstunde wie dir nicht die Füße einschlafen. Oder andere Körperteile. Du kannst vielleicht lesen. Aber sonst nicht. Und? Wie war ich? Also, ich fand's großartig. Hast du das mal professionell gemacht? Hältst du mich für eine Stripperin? Willst du eine ehrliche Antwort? Hey! Du warst grandios. Also, die Männer sind jedenfalls total auf ihre Kosten gekommen. Ja, optisch war das schon echt in Ordnung, aber ich meine, tänzerisch kannst du noch ein bisschen dran arbeiten. War ja klar, dass du wieder was zu meckern hast. Daniel! Was fandest du's denn? Du warst großartig. Ich wollte ganz früher mal Tänzerin werden. Ach, wirklich? Ja. Weißt du, wo Helena ist? Glaube ich jetzt nicht. For your money, make a shake, boom. Three times for the lucky and the dead. One time for the sorry and the safe. Two for the beggar and his company. Three times for the sinner and the saint. Brillenschlange reißt sich an der Kleiderstange. Das ist doch null sexy, oder? Nach dir, aber jetzt? So, kommt, Leute, jetzt bringen wir mal die Raumtemperatur zum Ansteigen. Oh, jetzt geht Andi an die Schule.
Stange. Und du triffst die Resetter zum Feiern mit, hm? Komm. Na, schönen Dank auch. Ich hab nicht dich gemeint, sondern den Cocktail. Sex on the Beach ist mir gerade irgendwie nicht passend. Leider. Leute, wir wechseln die Location. Kommt ihr mit? Klar, wir sind dabei, oder? Was ist mit euch zwei Schnuckis? Ich glaube, wir klinken uns aus. Ich hab heute schon genug getanzt. Hey, versuch's doch einfach nochmal an der Stange vielleicht. Vielleicht reicht ja noch was. Mit wem auch immer. So, wir gehen jetzt nach Hause. Vielleicht kriege ich ja noch einen Extra-Tanz von dir, hm? Also, was los mit euch beiden? Jessica kippt ihren Zombie gerade runter, als wäre es eine Apfelschorle. Ach, Olli, du bist echt zu gut für diese Welt. Ich sag mal kurz der anderen Bescheid, ja? Danke. Hey, Olli, holst du auch noch an? Nein. Aber ich geb dir noch einen Absacker in Null deine Tafel. Komm. Nein. Doch, Fanta, hast du es auch nicht mehr so weit bis nach Hause. Ja, wichtig. So, jetzt ganz langsam. Füßchen. Füßchen. Genau. Die hängen an dieser Stange wie so ein Sack. Naja, also. Wie kann die überhaupt jemand angucken, wenn ich im Raum bin, hä? Ja, soll sie einfach zugucken, wie du ihren Freund anbaggerst? Was weiß ich, denn? Hätte sie doch die tot labern können mit ihrem Doktoren-Scheißbrett da, wie klug sie ja ist. Aber nein, da machst du mich nach an der Stange und das ist sowas von schlecht. Ist sie schlecht? Naja, also, für Elena fand ich scharf. Und wem kommt der denn? Oh. Jessica, meinst du nicht, du hattest genug für heute? Hm. Aber noch kein Mann, der eine richtige Frau zu schätzen weiß. Hallo. Hallo. Die zwei Jungs da. Deine Freunde? Mhm. Mitbewohner. Aber grundsätzlich bist du auch an Heteros interessiert. Hast du an jemanden bestimmt mit? Ich würde dich schon gerne besser kennenlernen. Bei dir? Bei mir. Aber wir sollten dringend sprechen. Was? Sorry. Alles okay? Es liegt nicht an dir. Ich kenne das nicht. Auch immer was ist, ich bringe ihn um. Hast du keinen Schlüssel? Vergessen. Aber dafür habe ich frische Brötchen. Ja, aber frisch ist nicht so dein Tagesmotto heute, oder? Oh Gott.